Was ist eigentlich noch wichtig bei der Behandlung von mangelernährten Personen? Ja, bei mangelernährten Personen oder auch bei Personen mit Risiko für Mangelernährung ist es noch wichtig, eine Ernährungsfachkraft in Österreich, also eine Diätologin, hinzuzuziehen. Denn nur Diätologinnen sind neben Medizinern und Medizinerinnen dazu befugt, Kranke und auch Gesunde ernährungstherapeutisch zu betreuen. Diätologinnen können dann adäquate Interventionen planen, die passende Ernährungsform auswählen und dann die Betroffenen und Angehörigen beraten. Also ist auch die Beratung eine wichtige Maßnahme. Ja, genau. Eine Beratung kann bereits bei der Prävention von Mangelernährung hilfreich sein, aber natürlich auch in der Therapie. Eine Ernährungsberatung hat immer das Ziel, die Betroffenen oder auch deren Angehörige wichtige Informationen bereitzustellen. Wichtig ist, dass die Betroffenen eben im Rahmen der Ernährungsberatung über ihren Ernährungszustand informiert werden, dass sie darüber informiert werden, wie sich verschiedenste Nährstoffe auf ihren Ernährungszustand auswirken und auch welche Interventionen sie dann selbstständig umsetzen können. Wie gestaltet man eigentlich eine Ernährungsberatung? Ja, eine Ernährungsberatung sollte immer ganz individuell auf den Patienten und dessen Bedürfnisse zugeschnitten sein. Wichtig ist auch, dass nicht nur eine Patientenschulung in dem Sinn stattfindet, sondern auch eine ganz konkrete Mahlzeitenplanung. Somit kommt jetzt das Ernährungsassessment zum Einsatz. Ja, genau. Eine effektive Ernährungsberatung enthält immer eine umfassende Bewertung der Ergebnisse des Ernährungsassessments. Hier sind zum Beispiel zugrunde liegende Erkrankungen wichtig, die Blutlaborwerte des Patienten, auch der Gewichtsverlauf in den letzten Monaten und auch welche Ziele gesetzt wurden. Neben ernährungsmedizinischen Aspekten ist es in einer Ernährungsberatung genauso wichtig, auf soziale und psychologische Faktoren Rücksicht zu nehmen. Dies ist zum Beispiel, wie viel Zeit zur Zubereitung von Speisen zur Verfügung steht, auch welche Ressourcen da sind und auch wie der Tagesablauf der Betroffenen ist. Die Wahl der Speisen und Lebensmittel wird ja nicht nur bestimmt vom Bedarf, sondern hauptsächlich von sozialen und psychologischen Faktoren. Wenn man in einer Ernährungsberatung jetzt auf diese Aspekte keine Rücksicht nimmt, dann kann eine Ernährungsberatung nur begrenzt effizient sein. Da steckt ja wirklich sehr viel Aufwand dahinter. Ist nun eine Ernährungsberatung überhaupt effektiv? Ja, auf jeden Fall. Studien zeigen, dass mit Hilfe von Ernährungsberatungen die Nährstoffzufuhr und auch der Ernährungszustand der Betroffenen verbessert werden können. Wir wissen auch, dass diese Verbesserungen langfristig bleiben, wenn die Ernährungsberatungen in regelmäßigen Abständen stattfinden. Was können jetzt zum Beispiel Pflegepersonen zusätzlich noch machen, um den Essensvorgang attraktiver zu gestalten? Ja, hier helfen oft schon ganz einfache pflegerische Maßnahmen. Durch Studien konnte zum Beispiel belegt werden, dass das Auffordern zum Essen und das regelmäßige Erinnern schon hilft, die Nährstoffzufuhr zu erhöhen. Die Präsentation der Speisen ist auch sehr wichtig. Hier geht es vor allem um die Portionsgrößen und um die Zusammenstellung der Mahlzeiten. Diese sollten von den Betroffenen selbst gewählt werden können. Außerdem ist es ganz wichtig, dass die Speisen ansprechend angerichtet sind, denn man darf nie vergessen, das Auge ist mit. Und oft hilft es auch schon, wenn man eine angemessene Hilfestellung leistet, beispielsweise das Kleinschneiden von Fleisch und auch, wenn man die Betroffenen an den Tisch setzt. Weitere Maßnahmen können das Essensambiente betreffen. Studien zeigen, dass bereits angenehme Musik oder auch eine ruhige Atmosphäre dazu führen, dass die Nahrungsaufnahme höher ist. Außerdem kann bereits schönes Geschirr zu einer Erhöhung der Nahrungszufuhr führen. Und das Essen in Gemeinschaft ist eine familienähnliche Situation, was auch dazu führt, dass mehr gegessen wird. Ja, das ist wirklich nachvollziehbar, denn ich esse auch viel lieber in Gesellschaft als alleine. Genau. Da schmeckt es einfach besser.